Mit dem letzten Update von Bellevue gab es in EduBW die Lernlandkarte. Für alle anderen, die nicht in Baden-Württemberg sind, ihr könnt euch dieses Plugin in euer Moodle vielleicht einbauen. Das hat Stefan Hanauska entwickelt. Vielen Dank dafür. Liebe Grüße nach Bayern. Also, jetzt geht's hier los. Ich kann, ne, mein Mauszeiger, der verändert sich denn und ich kann hier draufdrücken und dann komme ich hier wieder zurück. Also, was passiert hier unterm Strich? Hier sind Aufgaben hinterlegt, das heißt allgemein Aktivitäten. Ich habe die jetzt Aufgabe 1 genannt, das muss nicht die Aktivitätaufgabe sein. Dahinter kann alles Mögliche stecken, auch ein H5P oder. Ich habe jetzt jeweils Links hinterlegt, die einfach wieder in meinen Kurs führen. So kann ich relativ einfach zeigen, wie das Ding funktioniert. Also ich habe hier eine Karte im Hintergrund. Wie man die erstellt, erkläre ich in diesem Video. Und dann sieht man hier, dass der nächste Punkt sichtbar wurde. Und wenn ich den jetzt anklicke, dann würde ich zu dieser Aktivität geleitet. Da komme ich wieder hierher zurück. So, und dann geht es immer so weiter. Ne? Und so kann ich also, glaube ich, sehr nett, vielleicht mit so einer Fantasy-Geschichte verknüpft, einfach eine kleine Geschichte erzählen und Aufgaben aneinander knüpfen. Ich könnte auch jetzt hier durchgehen und sagen, es gibt verschiedene Wege, verschiedene Abzweigungen, die man nehmen kann oder was. Ich habe grundsätzlich schon mal ein längeres Video zu demselben Prinzip gemacht, allerdings außerhalb von Moodle. Wer noch mehr wissen will, zum Beispiel, wie kann ich jetzt hier diesen Mauszeiger so hinkriegen, ne, dass der freigestellt ist und solche Sachen und dass der dann die Farbe ändert, wenn da ein Link angezeigt wird und so. Der sehe sich dieses Video bitte an. Und ansonsten erkläre ich hier einmal kurz, wie dieses neue Plugin funktioniert. Also, Prinzip hier ist klar, ne, irgendwann komme ich an die letzte Station und zwischendurch sind immer einfach Aufgaben verlinkt. Nochmal, das ist Aufgabe im Sinne nicht der Aktivitätaufgabe, sondern einer beliebigen Aktivität. Wichtig ist, dass diese Aktivität einen Aktivitätsabschluss hinterlegt hat. Und das Ganze schauen wir uns jetzt einfach direkt mal an. Und zwar sieht man jetzt hier mal die Traineransicht. Und da sieht man hier unten drunter, habe ich einfach diese Links gesetzt. Die sind verfügbar, aber auf der Kursseite verborgen. Das kann ich ganz einfach im Bearbeitungsmodus hier einstellen, dass ich, ne, normalerweise ist es bei Anzeigen. Dann lädt er das so, dann ist Anzeigen und jetzt kann ich auf Bearbeiten. Dann gehe ich am besten hier in die Einstellungen rein und sieht, hier habe ich meinen Link gesetzt. Und bei weitere Einstellungen kann ich bei Verfügbarkeit eben verfügbar, aber auf Kursseite verborgen angeben. Ich will ja nachher nicht, dass meine SchülerInnen tatsächlich die Aktivitäten sehen. Ich möchte ja, dass die in dieser Karte arbeiten. Deswegen wird mir nur die Karte angezeigt. Also soweit, so kurz. Jetzt gucken wir mal uns noch bei dem Bearbeitungsmenü eine Geschichte an. Von dieser Aktivität, da muss ein Aktivitätsabschluss hinterlegt sein. Das heißt, es muss klar sein, wann diese Aktivität tatsächlich erledigt ist. So, und das kann ich hier machen bei Aktivitätsabschluss. Jetzt sieht man, ne, das hat schon jemand gemacht. Das war ich. Und hier habe ich als Aktivitätsabschluss eben, wenn alle Bedingungen erfüllt sind und Teilnehmer muss die Aktivität aufgerufen haben. Das heißt, wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann wird mir dieser Punkt als abgeschlossen markiert und dadurch wird automatisch der nächste Punkt sichtbar. Das ist also das relativ einfache Prinzip. Jetzt gucken wir uns den Editor nochmal im Detail an. Ich habe den Test gerade genannt. Ich habe hier oben auch direkt Support, was sehr, sehr nett ist. Ne? Hier ist einmal so ein kleines Pop-up und dann gibt es auch noch eine Seite von MEBIS Bayern. Eben, Grüße nach Bayern, vielen Dank für dieses überragende Plugin. Dann kann ich mir auswählen, welche Farbe sollen denn meine Orte haben. Dann klicke ich raus. Dann, ne, so, Prinzip ist klar. Hier hinten gibt es dann noch die Einstellungen. Da könnte ich jetzt die Pfade verbergen. Das heißt, man würde mir nicht anzeigen, wohin diese Pfade oder diese Pfade würden mir dann gar nicht angezeigt. Und man könnte auch noch einen Haken für einen abgeschlossenen Ort setzen, wenn man möchte. Grundsätzlich würde ich Orte setzen, indem ich doppelklicke. So, ne, dann kann ich die mit einem Linksklick und Halten verschieben. Und wenn ich dann eine Verbindung herstellen möchte, dann klicke ich einfach zwei nacheinander an. Wenn ich es dann doch nicht mehr haben will, dann kann ich nochmal Doppelklick machen, dann verschwindet das alles. Wenn ich nur einen Weg nicht mehr haben will, dann mache ich da einen Doppelklick drauf. Und sonst kann ich wieder den hier machen, ne? Also ist gar kein Hexenwerk. Wichtig, wenn man sieht, ich mache hier einen Punkt, der ist noch sehr transparent, weil hier noch keine Aktivität hinterlegt ist. Und das kann ich machen mit einem Rechtsklick und dann ordne ich eine Aktivität zu. Keine Ahnung. Total egal.
Und bei der Startaktivität ist entsprechend Startort und bei der letzten ist entsprechend Zielort hinterlegt. So, und wenn ich die nicht haben will, mache ich einen Doppelklick drauf und dann ist sie weg. Es bietet sich natürlich klar an, gerade auf der Kursseite anzeigen, weil dann eben nur die Karte angezeigt wird. Und das ist ja genau das, was ich haben möchte. Sonst klicke ich halt einmal auf das Icon und komme dann zu der Karte, aber ja, da würde ich schon sagen. Hintergrundbild lädt man hier hoch. In diesem Video erkläre ich, wie man mit einem sehr coolen Tool solche Hintergrundbilder erstellen kann. Aktivitätsabschluss für diese Aktivität braucht es eigentlich nicht. Könnten wir auch machen, können wir uns mal anschauen, wenn alle Bedingungen fertig sind, dann können wir sagen, Aktivität aufgerufen haben. Oder guck mal, ich kann hier sogar programmieren, wenn alle Orte erreicht wurden oder alle Zielorte, beziehungsweise wenn es nur einen gibt, dann halt nur einer erreicht wurde. Ne? Das könnte ich auch machen. Oder halt auch nicht, wie ich lustig bin. Und das war's schon. Also eine sehr, sehr coole Möglichkeit zum Abschluss. Ich habe ein ausführlicheres Video hier gemacht. Da könnt ihr nochmal reinschauen, wie kann ich jetzt den Mauszeiger umwurschteln. Dann könnt ihr euch auch noch anschauen, wie funktioniert es mit Badges, die man damit sehr schön verbinden kann. Ich könnte da vielleicht auch noch irgendwie eine Art Schriftrolle als Auftrag für diese Fantasy-Welt einbauen. Das gibt es alles eben in diesem Video.